Es war einmal vor langer Zeit, da fuhr ein König mit seiner Königin in einer schönen Kutsche. Ich bin eine Kutsche und keine Kutsche. Gelenkt von seinem treuen Kutscher. Mit zwei stolzen Pferden. Über Stock und Stein durch einen tiefen, dunklen Wald. Der König vertraute seinem Kutscher. Denn der Kutscher hatte die beiden schon immer wieder gesund und munter nach Hause in ihr stolzes Schloss gebracht. Deswegen hatte auch die Königin an diesem Abend keine Angst, durch den tiefen, dunklen Wald zu fahren und eventuell von irgendwelchen Dieben überfallen zu werden. Ganz plötzlich rumpelte die ganze Kutsche. Die Pferde scheuten. Das war aber nicht ein Geschenk. Und drohten über Stock und Stein durch den tiefen, dunklen Wald zu flüchten. Der König fragte, Kutscher! Bitte! Kutscher! Danke! Kutscher! Mein lieber Kutscher! Okay, noch. Mein gutes Glück. Mein Herz, allerliebster Kutscher! Ja, super! Was ist mit den Pferden los? Ja, das stimmt. Ist etwa das linke Hinterrad gebrochen? Das über Stock und Stein gefahren ist. Darauf sagte der Kutscher zum König. Nein, mein König! Ich glaube eher, es war das rechte Hinterrad. Ist mit der Königin alles in Ordnung? Daraufhin sagt die Königin zum Kutscher. Kutscher, Kutscher. Mein lieber Kutscher. Mein Herz, allerliebster Kutscher. Für mich klang es eher so, als ob das linke und das rechte Vorderrad gebrochen sind. Das nächste Mal ja auch Vorderrad. Ist denn mit den Pferden alles in Ordnung? Es wäre schade, wenn sie über Stock und Stein durch den tiefen, dunklen Wald fliehen würden. Der Kutscher sagte zur Königin, Nein, die Pferde sind nur beunruhigt. Ja. Ich werde einmal von der Kutsche absteigen und die Pferde. Der König sagte zu seinem Kutsche. Bravo! Lieber Kutscher! Mein Herz, allerliebster Kutscher! Pass auf, dass du dich nicht verletzt, indem du auf Stock und Stein lachst. Pass du bloß auf. Kutscher sagt zum König. Nein, ich werde mich schon nicht verletzen. Ich werde mich gleich, nachdem ich die Pferde berührt habe, nach den Rädern und nachsehen, ob die Kutsche. Die Kutsche? Der Kutscher stieg von seiner Kutsche. Stopp! Da hat sich ein Hinterrad falsch bewegt. Die falsche Richtung.
Kriegt nicht zu sehr. Das ist gemein, ich nehme es einmal zuerst kurz. Geh lieber Stock und Stein zu den Pferden. Genau, das hat sie hier. Und beruhigte die Pferde mit einigen ruhigen Worten. Danach ging er um die Kutsche. Ja. Kontrollierte das rechte Vorderrad. Dann das linke Vorderrad. Dann das rechte Hinterrad. Dann das linke Hinterrad. Und das rechte Vorderrad. Und zum Schluss die Kutsche. Danach stieg er wieder auf die Kutsche, nahm die Zügel der Kutsche, wieder in den Mann, der König und die Königin. Achso, von dem ist ein Haus hakelig. Er sah nach seiner Königin. Naja, und fragte dann die Kutsche. Ja, stopp. Der König fragte dann den Kutsche. Kutsche, Kutsche! Jetzt geht's mit Dauer. Mein lieber Kutsche! Ja! Mein Herz allerliebste Kutsche! Gut. Welches von den Rädern? Welches von den Rädern war denn nun gebrochen? Daraufhin sagte der Kutscher zum König, es war weder das rechte Vorderrad noch das rechte Hinterrad. Noch das linke Hinterrad und auch nicht das linke Vorderrad. Die Kutsche ist auch voll in Ordnung. Super. Es war wahrscheinlich ein großer Ast, der gegen die Kutsche geflogen ist und damit die Pferde scheu gemacht hat. Hallo, ihr müsst darum der Pferde. Die Königin sagte zum Kutscher, wie hast du eure Zähne? Kutsche, Kutsche! Kutsche, Kutsche! Kutsche, Kutsche! Ja, genau! Dann können wir jetzt unbesorgt aus diesem tiefen Alter und zu unserem Schloss zurückkehren. Der Kutsche sagte zur Königin, ja, zu einer hübschen Königin. Ja, meine Königin! Wir sind bald sicher wieder zu Hause. Ich werde die Pferde jetzt über Stock und Stein jagen, damit wir diesen tiefen, dunklen Wald so bald wie möglich verlassen können. Der Kutscher trägt die Pferde. Er trägt die Pferde an die Kutsche. Rollte über Stock und Stein und fuhr bald aus dem tiefen, dunklen Wald auf den Hof des Schlosses. Der Kutscher stieg von der Kutsche, leitete den König und die Königin aus der Kutsche, spannte die Pferde an, kontrollierte noch einmal das rechte und das linke Vorderrad und das rechte und das linke Hinterrad. Und ging dann in den Stall, um die Pferde zu versorgen. Der König und die Königin waren sehr zufrieden mit ihrem Kutscher. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben der König und die Königin, der Kutscher, die Pferde und die
Kutsche. Heute noch in dem Schloss vor den Tiefen durch den Wald und fahren mit der Kutsche über Stock und Steig. Na okay.